einen schönen guten Abend, liebe Freunde und Mitstreiter. Es ist schön, wieder so viele hier zu sehen, obwohl es ja nun fast jeden Tag eine Demo gibt. Es ist dringender denn je, dass wir hier stehen. Denn die Probleme in diesem Land werden immer mehr und größer. Unser Protest darf nicht nachlassen. Ein Einlenken oder wenigstens ein echtes Eingehen auf die Probleme ist von Regierenden und Medien nicht erkennbar. Höchstens ein Beschwichtigen oder Ablenken. Ich will nur ein Beispiel für das feige Ablenken benennen. Als Karl Lauterbach am 12. März diesen Jahres im Heute-Journal erklärte, dass er immer schon gewusst hat, dass das Verhältnis schwerer Impfnebenwirkungen zur Anzahl der Impfungen 1 zu 10.000 ist. Das immer schon gewusst haben, ist eine bodenlose Unverschämtheit, denn er hatte zuvor mehrfach von einer nebenwirkungsfreien Impfung gesprochen und damit Millionen Menschen bösartig belogen. Schlimm ist aber auch, dass er mit dieser Zahl erneut gelogen hat. Das Paul-Ehrlich-Institut hat im letzten Sicherheitsbericht von 2,9 zu 10.000 Impfungen geschrieben. Das ist immerhin das Dreifache. Der nächste Trick ist aber noch, dass das immer auf Impfdosen bezogen wird. Aber Impfdosen erkranken ja nicht, sondern Menschen. Und da im Durchschnitt in Deutschland 2,5 Dosen ein Mensch bekommen hat, sind es dann 7,25 Geschädigte auf 10.000 Impfungen. Das ist nun schon das Siebenfache. Und es geht noch weiter. Das Paul-Ehrlich-Institut schreibt selber, dass nur 3-5% der Fälle auch gemeldet werden. Ich nehme mal für uns die ungünstige Zahl 5%. Dann heißt, man muss die 7,25 noch mit dem Faktor 20 multiplizieren. Und dann kommen wir auf 135 zu 10.000 oder zu 1 zu 69, Herr Lauterbach. Das ist ein kleiner Unterschied zu 1 zu 10.000. Ich bin da richtig gerührt, wie aufmerksam. So eine Matheklasse hatte ich noch nie mit so vielen und so aufmerksamen Zuhörern, die es im Kopf alle mitgerechnet haben. Aber Sie können es auch noch mal, wer will, nachlesen im Informationsblatt. Aber ich habe da nur ein Beispiel genannt. Die gleiche Art von Fehlinformationen oder Lügen gibt es auch in der Energie- und Asylpolitik. Angefangen von der Bundesregierung bis hin zu den Lokalpolitikern und lokalen Medien, speziell bis zu der Freundin Sächsische Zeitung. Ganz zu schweigen von der einseitigen Berichterstattung zum Ukraine-Krieg. Das permanente Kriegsgeheul vor allem der Grünen ist abscheulich und fordert unseren Protest geradezu heraus. Und damit bin ich gleich bei der nächsten Veranstaltung. Am 1. Mai wird eine Dreiländer-Demo unter dem Motto Frieden in Europa auf der polnischen Seite des Dreiländereckes, also Borajow-Boric, durchgeführt werden. Zwar beginnen 13 Uhr mit einem Redeblock, dann soll 14 bis 15 Uhr ein bisschen Musik sein und ab 15 Uhr der zweite Redeblock. Ab 16 Uhr gibt es dann keine Übersetzung mehr ins Deutsche für die Reden der Polen und Tschechen. Die Polen und Tschechen machen da ein bisschen weiter. Aber da die Veranstalter von Querdenken Dresden angemeldet sind, wollen die Dresdner sich noch bei Zeiten dann nach Hause reisen. Wir werden also am 1. Mai keine Kundgebung hier auf dem Markt machen. Sie sind alle herzlich eingeladen zu der trinationalen Friedensdemo ab 13 Uhr in Boric. Am 8. Mai wieder
in aller Art sind wir hier wieder auf der Bühne präsent. Nun zum heutigen Programm. Wie immer als nächstes die Presseschau mit Harry Fröhlich. Dann wird Uwe Koch von der Bürgerinitiative Hirschfelde-Rosendahl ein kleines Dankeswort sprechen. Und dann die Rede von Björn Ehrlich zum Thema Migration. Oberlausitzlied wie immer. Und dann freuen wir uns alle auf den Abschluss mit Lutz Mennel und Horst und Berta. Lasst uns in den Abend gehen. Lasst uns in den Abend gehen mit einem Spruch von Mark Twain. Wahrheit ist etwas so Kostbares, dass Politiker nur sehr sparsam damit umgehen. Einen schönen guten Abend an euch alle und herzlich willkommen. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur Presseschau heute Montag, den 24. April. Das Thema 1, unkontrollierte Masseneinwanderung. Zahlen sprechen eine klare Sprache. Kritik oder gar Widerstand, außer von der AfD bzw. Demo-Teilnehmern und betroffenen Bürgern gegen das staatliche Asylzuweisungsprogramm, war vergangene Woche am Dienstag und Freitag beim Sonderkreistag sowie Kundgebung zum geplanten Asylheim in Hirschfelde nicht zu erwarten. Nun liegt es an den Bürgern selbst, ob sie sich diese Politik aufzwingen lassen. Möglicherweise waren folgende Fakten bei den Entscheidungen auch nicht bekannt. Genau 156 Frauen könnten noch am Leben sein. Tausende weitere nicht missbraucht, verprügelt oder zwangsprostituiert. Das ist die traurige Bilanz, die allein im vergangenen Jahr aus der unkontrollierten Masseneinwanderung zu ziehen ist. Wie viel bedauernswerte Einzelfälle es noch gegeben hat, lässt sich nicht überblicken. Warum bleibt der Aufschrei aus? Dieser migrationspolitische Kurs erfährt ausgerechnet eine breite Zustimmung unter Frauen. Sie wählen in der Mehrheit gegen ihre eigene Sicherheit. Mit Ausflüchten wie Deutsche vergewaltigen ja auch oder es sind nicht alle so, redet man sich eine bedingungslose Willkommenskultur schön. Allein 2022 wurden mehr als 3500 deutsche Frauen Opfer von Sexualdelikten durch Zuwanderer wie Asylbewerber oder Illegale. Zahlen lügen nicht und sie verfolgen auch keine politische Agenda. Wer vor ihnen die Augen verschließt, will es eben einfach nicht einsehen. Selbst Außenministerin Baerbock zog die Notbremse. Ende letzten Monats wurde das Aufnahmeprogramm für Afghanen gestoppt. Die Gefahr, dass es von Islamisten unterwandern wird, wie ihre eigene Botschaft in Pakistan mitteilte, war einfach zu groß. Punkt 2. Auf dem Weg zur Staatskirche. Der Kern des Problems ist die verlorene Bindung der Menschen an die Institution Kirche. Diese hat offenbar ihre Kernaufgabe, nämlich die der Seelsorge, aufgegeben. Das begann mit ihrem Verhalten in der Corona-Krise. Wie konnte es geschehen, dass die sich auf Jesus Christus berufende Kirche ihre Stimme nicht gegen rechtswidrige und unmenschliche Maßnahmen wie Schulschließungen und Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erhoben hat? Was hat sie veranlasst, ihre Mitglieder mittels 2G aus Gottesdiensten auszuschließen?
Warum hat sie Ungeimpfte und Andersdenkende nicht gegen Diffamierung und Ausgrenzung der übelsten Art verteidigt? Wie kommt die EKD-Vorsitzende dazu zu behaupten, Waffen für die Ukraine sind Pflicht christlicher Nächstenliebe? Der Marsch für das Leben, den christliche Organisationen initiierten, erfährt keine Unterstützung. In Gottesdiensten wird aufgerufen, Fridays for Future zu unterstützen. Die Kirchen verkünden das Wort des Kanzlers und seiner Schergen, aber nicht mehr das Wort Gottes. Kein Wunder, dass sich immer mehr Gläubige von ihrer Kirche abwenden. Warum tut die Kirche das? Nun, 13 Milliarden Euro pro Jahr vom Staat aus Kirchensteuer und anderen Zuwendungen dürften eine erhebliche Rolle spielen. Geld regiert die Welt. So ist es. Und Punkt 3, Republik der Spitzel. Die Regierung ermuntert die Bürger, sich gegenseitig anzuschwärzen. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Ein Spruch von Hoffmann von Fallersleben. Dieser widerlichste aller schlechten Charakterzüge des Menschen leistete bereits in der Corona-Pandemie ganze Arbeit. Nun wird daran angeknüpft. Zu diesem Zweck werden immer neue Meldestellen in Bund, Ländern und Kommunen aus dem Boden gestampft. Dabei geht es nicht um akute Gefahren, wie zum Beispiel die Abwehr eines Terroranschlages. Nein, es sollen Abweichler aufgespürt werden, die kritische Meinungen oder Verweigerungshaltungen gegen Maßnahmen des Staates, die in den Privatbereich, Sprachgebrauch und wirtschaftliche Freiheit eingreifen, äußern. Es gibt staatlich geförderte Meldestellen für Querfeindlichkeit, also der Unsinn mit den 70 und mehr Geschlechtern, Antifeminismus, Anti-Gender, Corona-Verstöße, Anti-Rassismus und sogar, wenn ein Imbissladen keine Mehrwegverpackungen anbietet. Zu DDR-Zeiten hieß es, viele von euch kennen den Spruch noch, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Heute heißt es, kontrolliere mit, überwache mit, denunziere mit. Ein beredtes Bild vom Zustand in diesem Land. Nun, aber wir wissen es aus Erfahrung, es hat nichts genützt. Vielen Dank. Ein Hallo miteinander. Mein Name ist Uwe Koch. Ich bin aus der Schelde und möchte mich bei euch bedanken im Namen der Schelde und Rosenthaler. Denn viele von euch waren auch auf unserer Demonstration mit dabei. Und wir konnten doch immerhin 760 Teilnehmer zählen. Danke, dass wir auch bei euch mitsprechen dürfen und danke, dass ihr auch an den Unterschriftslisten euch mitbeteiligt habt. Es waren am Freitag 2.709 Unterschriften, die wir dem Landrat zeigen konnten. Und das sind 2.700 Bürger, die mit der Handhabungsweise, wie man uns in der Schelle das Asylbewerberheim vor die Nase setzen will, nicht einverstanden sind. Nicht einverstanden, so konnten wir auch das ganz deutlich sehen, ist der Ortsgemeinderat und unser Ortsbürgermeister, die sich eindeutig hinter unsere Bürgerinitiative gestellt haben, dass die Sache, wie man sie vorhat, so nicht umzusetzen ist. Anerkennend muss ich sagen, dass der Herr Mayer das Rückgrat hatte, sich unseren Fragen dort zu stellen. Das muss man anerkennen. Traurig ist,
dass er eher der Meinung ist, er müsse Regularien der Regierung umsetzen. Dabei ist er ein von uns gewählter Landrat, der dafür da ist, unsere Interessen zu vertreten. Eben solches sollte auch unser Oberbürgermeister tun. Er ist unser Oberbürgermeister und sollte unsere Interessen vertreten. Das ist da leider noch nicht angekommen. Ich will ja jetzt auch keine langen Reden halten. Nochmal besten Dank dafür, dass ihr uns so unterstützt habt. Und von uns kann ich sagen, wir bleiben an der Sache dran. So, schönen guten Abend, liebe Freunde. Ihr habt ja in den letzten Beiträgen jetzt gemerkt, das Thema Flüchtlingsheim in Hirschfelde, das brennt nach wie vor auf den Nägeln. Und ich möchte jetzt mal aus einer anderen Perspektive da ein paar Worte dazu sagen. Dass wir in dem Zusammenhang zwischen Migration und Asylrecht zu unterscheiden haben, wurde ja in der vergangenen Woche von der Vorrednerin bereits dargelegt. Was bedeutet aber Migration? Dazu einige Anmerkungen. Im Jahre 2018 wurde der internationale UNO-Migrationspakt verabschiedet. Im November 2018 wurde er vom Bundestag abgesegnet. Hat jemand von euch darüber je etwas gehört? Kein Wunder, die meisten Bundestagsabgeordneten, die dafür die Hand hoben, auch nicht. Das Gesetz wurde im Eilverfahren durchs Parlament gepaukt und das, obwohl der Pakt jahrelang unter der Schirmherrschaft Deutschlands ausgehandelt wurde. Die Arbeit am Migrationspakt begann bereits 2007 unter Zusammenarbeit verschiedener Staaten. 2011 hat sich dann das Weltwirtschaftsforum hineingedrängt und die inhaltliche Gestaltung maßgeblich beeinflusst. Und zwar im Interesse der großen Konzerne für mehr Migration, niedrigere Löhne und weniger Sozialstaat. Auf der Internetseite dieses Arbeitskreises hieß es damals, ein übergreifendes Ziel befeuert unser Engagement. Ein regulatorisches Umfeld, in dem Arbeitsmigration den Unternehmen hilft. Das lese ich nochmal vor. Ein übergreifendes Ziel befeuert unser Engagement. Ein regulatorisches Umfeld, in dem Arbeitsmigration den Unternehmen hilft. Ja, wen anders sonst als den Unternehmen? Hauptanliegen ist es also nicht etwa, für Schutz und Würde der Migranten zu sorgen. Wie Migranten hier leben, sieht man ja. Es geht vielmehr um die Forderung der marktradikalen Kräfte nach freiem Kapitalverkehr, freiem Warenverkehr und freiem Arbeitskräfteverkehr. Dass die Menschen sich dagegen zur Wehr setzen, welche die Auswirkungen zu spüren bekommen, das ist wohl verständlich. Übrigens sind 164 Länder diesem Pakt beigetreten. Nicht dabei sind neben anderen, wen wundert es, die USA, Österreich, Polen und Tschechien. Das sollte man wissen. Deutschland hatte Ende 2014 laut Statistik 80 Millionen Einwohner. Ende 2022 waren es 84 Millionen. Also ein Plus von 4 Millionen, obwohl der Deutsche in puncto Fortpflanzungsbereitschaft nicht so emsig ist und Corona, wir sagen auch die Impfung, angeblich ein großes Massensterben in der deutschen Bevölkerung angerichtet hat. Bei den 4 Millionen Zuwanderern handelt es sich nicht um Fachkräfte, wie man uns glauben machen mag. Hier geht es im Sinne der oben genannten Agenda vorrangig um Billigarbeitskräfte, die für noch weniger Geld malochen als die heimischen Arbeiter. Sie erzeugen einen hohen Druck auf die heimischen Löhne, vor allem im Billiglohnsektor. Wer den Tatort am 16.04. gesehen hat, weiß, wovon dabei die Rede ist und unter welchen Bedingungen diese Leute hier leben. Hauptsächlich die illegal im Land sind. Im Prinzip sind es arme Schlucker. Das ist auch der Grund, warum ich mich bei dieser Thematik gerne heraushalte.
Dieses Reservoir an Arbeitskräften, aus dem nur wenige auf eigenen Füßen stehen, wird von den Steuerzahlern finanziert, damit die Haie ihren Reibach machen können. Das ist die eigentliche Schweinerei und der Sinn dieses Treibens. Wer hat das Dilemma nun zu verantworten? Wie kam es dazu? Schauen wir uns an, wie der Bundestag 2018 über den Beitritt zum Migrationspakt gestimmt hat. Die Merkel-CDU mit 229 Stimmen, 4 mit Nein, die SPD mit 143 Stimmen, alle anderen Parteien mit Nein. Obacht, außer ausgerechnet den Grünen, die sich aus wahltaktischen Gründen enthalten haben. Damit war das Ding durch. Eine öffentliche Debatte hat es zum Migrationspakt nie gegeben. Dabei wollen wir uns daran erinnern, dass CDU Merkel ein Young Global Leader aus dem Stall von Klaus Schwab war, welcher sich offensichtlich dafür rühmte, zahlreiche Regierungen mit seinen Leuten penetriert zu haben. Die Penetration Deutschlands durch Angela Merkel war in der Rückschau besonders effektiv. Eine öffentliche Diskussion hat es auch zu anderen weitreichenden Gesetzesvorhaben nicht gegeben. Zum Beispiel zur Wahlrechtsreform im März diesen Jahres, der vom Grunde her das löbliche Ziel hatte, den Bundestag zu verkleinern. Aber am Ende dazu führte, dass die Demokratie in diesem Staate weiter zu Grabe getragen wird. Nämlich mit der Folge, dass Überhangmandate abgeschafft werden, wodurch populäre Wahlkandidaten, die nicht die herrschende Klasse vertreten, dann nicht mehr im Bundestag sitzen werden. Was auch dazu führen wird, dass Kleinparteien, die mindestens 3 Mandate benötigen, erst gar nicht mehr im Bundestag vertreten sind. Zum Beispiel die Linke. Aber nicht nur die, sondern auch die CSU könnte als eigenständige Partei dann an der 5%-Hürde scheitern. Ein Fiasko für die CDU. Wen wundert es, dass diese beiden Parteien dagegen geklagt haben? Und wen erstaunt es, dass die CDU fast komplett gegen dieses Gesetz gestimmt hat? SPD, Grüne und FDP ausnahmslos dafür. Aber wen im Volke hat die Wahlrechtsreform überhaupt interessiert? Ein Zitterer Bürger hat vor einigen Wochen eine Petition gegen dieses Gesetz in Gang gebracht. Wisst ihr, wie viele bisher diese Petition unterschrieben haben? 3 Personen. Wenn wir so unsere bürgerlichen Rechte wahrnehmen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wie mit uns umgesprungen wird. Noch ein Beispiel für die parlamentarischen Zustände ganz anderer Art. Es geht um das Gesetz zum Sondervermögen für die Bundeswehr über 100 Milliarden Euro. Die üblichen Verdächtigen haben mit einer Mehrheit von 590 Stimmen dafür votiert. Die Linke komplett dagegen und die AfD, wisst ihr, wie die AfD gestimmt hat? Die AfD hat mit 33 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen von 80 Abgeordneten gestimmt. Der parteipolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Lukassen, hat vorige Woche signalisiert, dass die Regierung mit der Zustimmung der AfD zur Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine rechnen könnte, wenn garantiert ist, dass die Arsenale zeitnah wieder aufgefüllt werden. Wissen das die Wähler der AfD, die sich als einzige Oppositionspartei im Bundestag darstellt? Was kann man da bei anderen weitreichenden Entscheidungen des Bundestages noch erwarten? Beispielsweise, wenn es demnächst über eine mögliche Ratifizierung des WHO-Pandemievertrages abgestimmt wird. Wenn dieser Pakt durchgeht, bestimmt nicht mehr der Karl-Adan Lauterbach über die Impfpflicht, sondern unter Umständen die WHO. Im Übrigen hier der Hinweis, dass es auch hierzu eine Petition gibt. Ich habe mal nachgesehen, die ist derzeit von 275.000 Bürgern unterschrieben worden. Ich habe das heute auf der Seite von der MWGFD gesehen. Dort kann also, möchte man dafür werben, jeder mit unterschreiben und dort ein bisschen voranzukommen. In Deutschland gibt es 25-30% Nichtwähler, die mit der Politik dieses Staates nicht einverstanden sind. Von denen müssen sich alle Parlamentsparteien fürchten, weil sich nur mit Wahlen Veränderungen erreichen lassen. Mit den Parteien, die dieses Land seit Jahrzehnten beherrschen,
wird sich aber nichts ändern. Wo ist Frau Wagenknecht? Hat sie nun die Courage, endlich mit einer neuen Partei aus der Deckung zu kommen? Oder was gibt es noch für Alternativen? Wenn es hier schon kein anderer tut, dann will ich einmal über die Basis reden, obwohl ich kein Mitglied bin, möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Diese Partei gründete sich 2020 als Anti-Corona-Maßnahmenpartei. Die maßgeblichen Aufklärer gegen die Corona-Politik sind dort beheimatet. Das hätte normalerweise allen aus den Herzen sprechen müssen. Aber wer kennt diese Partei schon? Sie wird totgeschwiegen, wenn es nicht gerade einmal um etwas über Affären für die Boulevardpresse zu berichten gibt. Diese Partei ist gefährlich, weil sie einfach strukturierte und logische Politikansätze bietet, gegen diese Scheindemokratie aufsteht und nicht als populistisch angegriffen werden kann. Abgesehen einmal davon, dass sowieso alle rechtsradikal sind, die nicht den politischen Narrativen der Einheitsparteien folgen. Wir wissen zwar nicht, welche Entwicklung diese Partei im Laufe der Zeit nehmen wird, aber momentan ist sie eine echte Alternative in der Opposition. Es ist an der Zeit, dass sie einmal ins Parlament kommt. Stefan Heinke erreicht im Wahlkreis Görlitz bei der Bundestagswahl für die Basis 2,7%. Das war meines Wissens bei 255 Wahlkreisen in Deutschland das 19. beste Ergebnis dieser Partei. Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier in Leverkusen, der einen beherzten Wahlkampf führte, erreichte dagegen nur 1,5%. Und wisst ihr, wer in Leverkusen diesen Wahlkreis gewonnen hat? Das war Karl Lauterbach mit 45% der Erststimmen. Man mag es kaum glauben, aber das sind die derzeitigen realen Verhältnisse in Deutschland. Aber möchte ich noch hinzufügen, in Westdeutschland. So kann es nicht weitergehen. Leute, wacht auf. Seht euch die Parteien an und sorgt dafür, dass das Nichtwählerpotenzial endlich aufgebrochen wird. Bemüht euch, in die Ortsparlamente vernünftige Bürgermeister und Gemeinderäte zu wählen. Möglichst ohne Parteibuch in der Tasche. Nur dann kann sich etwas ändern im Lande und im Staat. So, das war mein Manuskript für den heutigen Abend. Ich habe auch noch eine kleine Ergänzung. Und zwar bezugnehmend nochmal auf letzte Woche. Ihr habt euch ja, habt es ja miterlebt, die Kranzniederlegung an der Sächsischen Zeitung. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an die Worte von Burkhard Scholz zu dem Vorgang. Und ich habe jetzt mal ganz privat zu diesem Thema, zu diesem Artikel, auf den sich das bezog in der Sächsischen Zeitung, einen Leserbrief geschrieben. Der eine oder andere hat den vielleicht gelesen, aber eben nicht alles. Den ersten Teil, den kennt ihr vielleicht, da heißt es, die Frage kaputte Demokratie durch Corona-Maßnahmen ist überfällig. Der Erklärungsversuch ist überflüssig. Hat man etwa schon vergessen, welchen Zumutungen die Menschen 3 Jahre lang ausgesetzt waren? Hat man die Diskriminierung 2G, 3G bereits verdrängt, die Ausgrenzung und Kaltstellung von Maßnahmenkritikern übersehen, sowie die Beleidigungen und die Hetze gegen Impfskeptiker längst ausgeblendet? Oder hängt der Eindruck nur damit zusammen, dass, und das ist ein Zitat von einem gewissen Herrn Oliver Decker, manche Menschen durch immer mehr Liberalisierung und Flexibilisierung im Leben das Gefühl haben, nicht mehr dazuzugehören, nicht mehr verstanden zu werden, nicht mehr alles bewältigen zu können, wie Oliver Decker erkannt zu haben meint. Oliver Decker ist also Mitarbeiter des Else-Frenkel-Brunswick-Institutes, was ja hier letzte Woche auch schon mal vorgestellt worden ist, beschäftigt sich mit seinen Forschungen über die rechtsextremen Verhältnisse in Ostsachsen. So, nun habe ich das gelesen in der Zeitung, dann habe ich das Blatt rumgedreht, weil ich dachte, es geht auf der anderen Seite weiter, aber dem war nicht so. Und deshalb will ich euch jetzt mal den zweiten Teil des Leserbriefes vorlesen. Und dann wisst ihr auch, warum der nicht veröffentlicht worden ist. Dort heißt es nämlich, Belesene kennen das Buch Covid-19, der große Umbruch von Klaus Schwab, den offen zu kritisieren sich niemand traut. Meine erste Frage lautet also, was hat das eine, Covid,
mit dem anderen Umbruch eigentlich zu tun? Auf 300 Seiten lernt man bald, wie sich Klaus Schwab, Großmeister der Finanz- und Wirtschaftsoligarchie, unter Ausnutzung der Pandemie die Transformation der Weltgemeinschaft in eine neue, demokratieferne Gesellschaft vorstellt. Das Bemerkenswerte daran, dieses Elaborat war exakt die Blaupause dafür, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Nur Blinde können das übersehen. Die zweite Frage lautet, wie wurde diese Entwicklung eingefädelt? Nämlich durch die Erfindung einer asymptomatischen Erkrankung, welche durch ein dafür untaugliches Testverfahren diagnostiziert wurde. Das alles geht, wenn die Demokratie kaputt ist und Kritiker mundtot gemacht werden. So konnten auch all jene Maßnahmen durchgesetzt werden, für die es Jens Spahn schon früh schwante, dass man um Verzeihung betteln werden muss. Alles andere fußt darauf und muss hier nicht weiter erörtert werden. Das war der zweite Teil des Textes, der nicht erschienen ist. Was lernen wir daraus? So weit kann es ja mit der vielbeschworenen angeblichen Pressefreiheit nicht bestellt sein. Statt eines sinnentstellenden Artikels hätte man auf die Veröffentlichung lieber ganz verzichten sollen. Oh, schönen Dank und schönen Abend. Hallo Zitter, schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar seid ihr nämlich heute, unser Oberzähler Markus, schönen Dank, hat wieder gezählt, 450 Leute. Schönen Dank Markus und schönen Dank natürlich euch. Bevor wir jetzt zum Musikalischen kommen, noch ein paar Worte zu der von Peter Dierich anfangs angekündigten Demonstration am Montag. Dort hat er nämlich vom Redeblock gesprochen, hat auch hat gesagt, dass es Deutsche und Tschechen und Polen gibt. Alles sehr schön. Von den Deutschen sind es Alexander Tuschinski, Wolfgang Schmidt, Daria Smelter, Dr. Gerd Senker und der Kopf von Querdenken Dresden, Markus Fuchs. Und einen hat er vergessen, steht ganz bescheiden, in der Ecke ist er nämlich selber. Mein Applaus für unseren Professor Dierich. Ja, und damit er sich besonders freut und damit er die Rede, hat das ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, besonders gut vorbereitet, bitte ich euch, dass ihr kommt und möglichst alle jemanden mitbringt. Es ist ja auch an dem Tag an der Weinau einiges los und es ist ja nicht so weit von dort, mit dem Fahrrad zumindest. Und wer will, kann dann anschließend am Christinasee noch ein Bierchen trinken. Also ich denke, das könnte ein schöner Main-Spaziergang werden. Ich bitte euch, kommt zahlreich, damit es eine gelungene erstmalige Dreiländerveranstaltung wird. Ja, aber jetzt machen wir das, was wir immer gemacht haben. Wir singen unser Oberlausitz-Lied. Thank you.
vielen Dank. Und jetzt kommt ein Ur-Oberlausitzer. Das ist nämlich der Lutz. So, das sei mal wieder. Namzitter! Hallo, jawohl. So, und jetzt mal die Hände hoch. Wer hier schon auf der Gehaltsliste vom Kreml stehen tut? Nur nicht so schüchtern, ja, ja. Ihr seid durchschaut. Der Washington Post hat eindeutige Beweise. Putin steuert die Friedensbewegung. Ne? Ja, das sieht euch ähnlich. Die Unterstützung für die Ukraine unterminieren, die NATO diskreditieren. Der Wagenknecht und die AfD spannt der Putin für sich ein. Hört auf mit sicken Blödsinn. Der Washington Post konnte Dokumente einsehen. Ja, ohne Belege, keine Beweise. Alles plumpe Propaganda. Pass auf. Wagenknechts Ex-Mann reiste voriges Jahr nach Russland, um als Exilkanzler zu verhandeln. Das können alle bezeugen, die nicht dabei waren. Na, freilich. Und Tino Chuballa hat eine Matroschka in der Schrankwand stehen. Naja, lästere nur du. Beim Reus-Putsch hast du gelästert und nun ist alles bewiesen. Stand am Wochenende in der Sächsischen Zeitung. Reichsbürger haben ganz konkret den Sturm auf den Bundestag vorbereitet. Ein Kommando von bis zu 16 Personen habe Regierung und Abgeordnete in Handschellen abführen sollen. Ja, so war's. No. Freilich, 16 Reichshanseln führen 736 Abgeordnete in Handschellen ab. Lass mich mal rechnen, der Herr Dierich unterstützt mich. Ein paar Handschellen wiegt ungefähr 300 Gramm. Da brauchst du alleine 200 Kilogramm Handschellen. Ach, von den 736 Parlamentariern sind da sowieso immer bloß 10% anwesend. Und die hätten sich ergeben, wenn sie eine Reichsfahne gesehen hätten. Du hast ja auch wieder recht. Ja, ja, immer die große Klappe, der Horst. Wegen meiner großen Klappe hat unser Chef, der ist sogar ausgezeichnet worden. Ja, das renommierte Else Frenkel Brunswick-Institut. Kennt ihr inzwischen alle, ne? Von der Uni Leipzig. Hat unseren Puppenspieler offiziell den Titel Corona-Leugner Sternchen in gegeben. Aha. Ja, ja. Moment mal. Corona-Leugner in? Naja, freilich, die seien doch komplett im Genderwahn, du. Verstehe ich aber nicht so recht. Wir haben doch nie Corona geleugnet. Ja, die Corona-Maßnahmen der Regierung, die hast du kritisiert, diskreditiert, konterkariert. Aber Corona geleugnet? Das seien Viren, die gibt's seit ewigen Zeiten, vielleicht seit Millionen Jahren, vielleicht noch länger. Also, schon das blöde Wort Corona-Leugner macht diese Anstalt doch unseriös. Oh, was ist denn das überhaupt für ein komisches Institut? Else Frenkel Brunswick Institut, gegründet 2020, finanziert mit Steuergeld, soll also demokratiefeindliche Einstellungsstrukturen und Bestrebungen in Sachsen erforschen. Rauskommen sogenannte Policy Paper. Das Neueste, das habt ihr ja sicherlich vorige Woche mitgekriegt, unternehmerisches Engagement für die extreme Rechte in Ostsachsen. Also extreme Rechte, Rechtsextreme, sozusagen. Rechtsextreme? In Ostsachsen, wer soll denn das sein? Na, guck dich doch mal um hier. Der ganze Markt steht voller Rechtsextremisten. Ja, das haben die rausgeforscht, haben die das. Das haben die Wissenschaftler rausgefunden. So. So sieht also die extreme Rechte aus. Na, guck an. Ja, und die bösen Unternehmer, Sternchen innen,
also Kapitalist-SternchenInnen, die sind also total durchgegendert, der Text, da wurde schlecht, wenn du das liest. Also die, die Arbeitsplätze schaffen, die, die was erwirtschaften, Steuern zahlen, die werden von dem steuerfinanzierten Institut aber sowas von angezählt, werden die. Die werden angezählt? Ja. Fast hätte ich gedacht, das wären harmlose Leute hier auf dem Markt. Ja, ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Dietrich Kuhn, Betreiber der Kuhn Kies plus Sand GmbH, der hat sich in Oberneuendorf ein alles Schloss gekauft und saniert. Und dort gab es ein Volksfest. Das steht so in dem Bericht da, in diesem Police Paper, ne? Die Familienangehörigen verkauften in altmodischer, in der völkischen Szene beliebter Kleidung selbstgebackenen Kuchen. Im Obergeschoss konnte man traditionellen Märchen lauschen. In einem anderen Raum konnten die Besucher, Sternchen innen, von altdeutscher Schrift sich inspirieren lassen. Altmodische Kleidung? Ja. Selbstgebackene Kuchen? Ja, ja. Traditionelle Märchen? Altdeutsche Schrift? Das ist jetzt alles extrem rechts? Ja, ja. Vor allem die altdeutsche Schrift? Sütterlin, Kurrent, Fraktur? Übrigens hat die Hitler ab 1941 verbieten lassen, weil sie angeblich jüdische Schrift war. Ja. Und diese Schrift, die ist jetzt verdächtig völkisch. Selbst deutsches Volksliedergut ist diesem Institut verdächtig. Deutsche Volkslieder? Ja. Die Gedanken seien frei? Nun. Oberlausitzlied? Ja, ja. Das habe ich aus Versehen mitgesungen. Bin ich am Ende auch rechtsextrem, obwohl ich gepostert bin. Ja, hier seien doch alles so. Du bist hier, ich zitiere, bei der verschwörungsideologisch und extrem rechtsdominierten Montagsdemonstration. Ja? Schön, oder? Hey. Wer war eigentlich diese Elsa Frankel Brunswick? Eine österreichisch-US-amerikanische Psychoanalytikerin. Oh Gott, ich hoffe, der Genderei schon einen Frosch an Halse. Die erforschte vor allem die Ambiguitätstoleranz. Was für ein Zeug? Ambiguitätstoleranz. Oh Gott, was ist das denn? Also, das ist damit, ist das Ertragen können von Mehrdeutigkeiten gemeint. Einige Menschen können mehrdeutige und gegensätzliche Sachverhalte nicht ertragen. Und sie sind unfähig, sich in Sichtweise anderer Menschen hineinzuversetzen. Es herrscht dann eine starre, unflexible, zwanghafte Haltung vor. Zwischentöne und komplexe Sachverhalte irritieren und werden abgelehnt. Diese Abwehrtendenz ist eng verwandt mit der negativen Einstellung gegenüber Andersartigen. Andersartigen? Ja. Und vielleicht auch Andersdenkenden? Oh, Andersdenkenden. Und Querdenkenden? Oh, und Querdenkende. Wer anders denkt, ist ein Leugner, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger und extrem Rechter. Und das hat die erforscht? Genau das. Und nach der Frau heißt das Institut? Konkret nach der Frau. Das ist ja was. Ein Institut, was null Ambiguitätstoleranz hat? Aha, dasselbe Institut. Nee, Elsa Frankel Brunswick würde sich im Grabe umdrehen. Wahrscheinlich. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächsten Montag, am 1. Mai. Kommt gut nach Hause und vor allem kommt wieder. Schönen Abend noch.